Natürlich! Das kann man ja auch ahnen. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir unseren Bumerang erhalten. So, und ich glaube, hier müssen wir noch nicht durch, weil da geht's, genau, da geht's zum Boss. Wir haben den Boss-Key noch nicht. So, wir werden den Dungeon in diesem Part höchstwahrscheinlich abschließen. Hoffe ich zumindest mal. Es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass dieser Fall eintreten wird. So, und wir haben nämlich nur noch dieses untere Stockwerk zu tun. Und hier werden wir auch den Boss-Key bekommen. Du gehst mir jetzt erstmal nicht auf den Piss. Und tschüss. So, genau, man kann auch diese ganzen Viecher hier killen mit dem Bumerang. Ich glaube, es wäre schlauer, sie sogar runterzuwehen. Oder? Lol, Alter, wie die fliegen. So, da kommt man von da oben wieder. Okay, so. Wie viele Gegner denn hier noch, Alter? Genau, jetzt kann ich euch mit dem Bumerang betäuben, ihr Bastarde, Alter. Alter, 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 Alter. Geht sterben, danke. Huh, so. So, bevor ihr das Teil hier runterfallen lasst, ganz wichtig, erst die Truhe holen. Was für ein, wow, ein gelber Rubin. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Keine Widerrede. Und dann dieses Teil hier runterholen. Dann kann man noch irgendwie... Ah, da ist eine Bombe. Wow. Wir sterben. So. Die Bombe nehmen und... drüber werfen! So. Da müsste jetzt der Raum mit der letzten Schatzkarte sein, wenn ich mich nicht täusche. So, das, oh Gott. Wie sieh doch den an? Bist du irgendwie geistig behindert? Alter, der junge Mann, der ist... Du wirst auch mal direkt wieder sterben, danke. Boah, ach komm, fick dich, Link. Ohne Witz. Geht sterben. Gib mir das Teil. Danke. Wie viel habe ich davon jetzt mittlerweile schon? Nein, das war ich jetzt eigentlich nicht. Achso, es hat sich nicht geändert. 8. Wieder schön auf der Karte lassen, dass ich mich daran orientieren kann. Zack, zack, zack. So, ihr seid tot. Natürlich! Das kann man ja auch ahnen, Nintendo. Vielen Dank, ohne Witz. Damit habe ich gerechnet, als ich da hingesprungen bin. Komm raus, du Bastard. Sterben, danke. So. Wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss da oben hin. Yep. Ah, genau, jetzt kommt die Scheiße mit der Bombe. So, und jetzt rüber. 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 Und... hat geklappt. Ich glaube, man hätte genauso gut reinspringen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Achso, doch, ja, wir wären dann zu nah dran gewesen, um dieses Viech zu killen. Zack. So. Und hier drin befindet sich, ja, die zweite und damit letzte Schatztruhe dieses Dungeons. Wie gesagt, jeder Dungeon enthält zwei Schatztruhen. Und diese haben wir nun gefunden. Und ich habe gerade meinen Controller gegen meine Tastatur geschlagen. Das ist doch super, oder? Ja, das ist super, das ist wirklich super. So. Gut. Dann jetzt hier rüber und runter. So, jetzt müssen wir nur noch diesen Fluss, diesen wunderschönen, sauberen... Ach komm, jetzt ist das Teil, hängt das Teil wieder oben, ist euer Ernst? Komme ich jetzt wieder raus?
Jetzt mal ernsthaft. Gut mitgedacht, Nintendo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Ich wollte gerade sagen, Alter. Oh, irgendwo muss es doch hier eine Möglichkeit geben, aber da war sie. Das war jetzt echt knapp. Das war jetzt echt nicht schön. Wer fast ertrunken, ey. Das ist nicht cool so. Das ist echt uncool. Komm, spuck auf uns. Danke. Ich wollte gerade sagen, hä, warum ging das jetzt davor nicht? Und weiter und weiter. Easy. Nein! Puh, was habe ich gerade für ein ekelhaftes Lack, Alter. Also, Glück ist es nicht, das ist eine Ironie und so. You understand? You verstehen, wenn dann nicht understehen. You understand? I hope so. Ich weiß echt nicht mal, was diese Hände machen, die nach einem Graffit durch. Geht's hier einfach durch. Gönnen mir hier diesen Raum. Indem ich eigentlich dachte, dass ich noch mal einen Gegner befindet, aber nicht. So, was muss man hier machen? Genau. So, ihr seht schon, wir haben hier diese Teile. Ganz wichtig ist, dass ihr von da oder von dem anderen, also von dem da jetzt, wo ich gerade angefangen habe, anfangen. Oder von dem hier, weil ihr seht, dazwischen ist der Baum. Und wenn das Teil gegen den Baum klatscht, dann unterbricht es logischerweise eure Kette. Und ihr kommt nicht an den Boss-Key. So. So, runter. Und her damit. Gut, damit wäre der Dungeon soweit fertig. Fehlt nur noch der Endboss. Super, oder? Gechillte zwei Parts. Ich hätte den letzten Part nicht in die Überlänge ziehen müssen. Das wäre voll... Ach ja, doch, jetzt kommen die Gegner. Das hätte voll ausgereicht. So, komm her. Wichser. Komm, geht sterben. Ach, komm, Alter, fickt euch doch, ganz ehrlich. Also manchmal ist das Kampfsystem in Wind Waker echt unfair. Jetzt ist der schon mal down wenigstens. Geh sterben. Danke. Jawohl. Blalalim. Ich glaube, das ist auch die erste von denen, oder? Ja, die erste Totenkopfkeppe. Keppe. Die Totenkopfkeppe. Alter, bin ich verpeilt in den letzten Tagen, Mann. Ich werde von Tag zu Tag verpeilter. Das ist echt nicht mehr normal, Mann. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ach, naja, egal. So, jetzt hoch da. Übrigens ist immer noch. Es ist gerade 7 Uhr in der Früh, ne? Ich habe ja gesagt, ich habe den letzten Part um 6:30 aufgenommen. Jetzt ist es 7 Uhr. ja, also, ich meine, ups, jetzt habe ich gegen meinen PC getreten. Nicht so geil, so, erstmal kurz der Check, ob wir so vorerst alles haben, wo wir hätten holen können. Ja gut, da waren wir halt noch nicht, aber ansonsten haben wir alles gut. Wie gesagt, ich bin ultra verpeilt die letzten Tage. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, will man sowas wissen? Ich denke eher nicht. Aber naja, so. Ist die Frage, wie kommt man hier wieder hoch? Aktiviere das. Geht hier rein. Und lasst euch nach oben treiben. So. Dann mit dem Bumerang macht ihr euch hier die Tür auf. So. Und dann sind wir auch schon im vorletzten Raum. In dem sich noch eine Truhe befindet. Genau hier waren nochmal Gegner. Geht sterben, Alter, ohne Witz. Fixer. Das müsste reichen schon, dass... Ja genau, die Truhe spawnt jetzt, gut. Alle Truhen. Alle wunderbaren Truhen in diesem Menschen.
Und ein Glücksamulett. Yeah. Freude. Wie viele haben wir von denen jetzt? Jetzt haben wir ja schon wieder an einigen Truhen welchen bekommen. Verpisst. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Jetzt haben wir schon einigen Truhen wieder welche bekommen. 18. Gut, 20 brauchen wir. Passt also. So. Der Raum before the boss. Wir haben noch eine Fee. Also werden wir die schon mal nicht brauchen. Okay, so, ihr Wichser. Komm, nerv mich nicht, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ach Gott, ich scheiße auf alles. Der Boss ist eh viel zu einfach, also von daher, YOLO, aber wir machen jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber den letzten Teleporter auf. Und brenne. So, und rein da. Das fette Tor, das der kleine Link öffnet. Und echt, der Boss ist easy as fuck. Wir haben schon den kleinen Makorus und der ist so cool. Der Makorus ist auch cool. Oh, der ist so knuffig. Und der wird einfach mal gefressen. Dreckspflanze, Alter. Und ja, es ist wie gesagt echt kein schwerer Boss. Ich denke, das Prinzip ist selbsterklärend. Wenn nein, dann schämt euch. Also das einzige Schwere sind diese Tentakeln, die da jetzt so rauskommen. Also diese jetzt so rumwabbeln. So, man macht einfach den hier. Und schneidet die Tentakeln ab. Weicht dabei den anderen Tentakeln aus. Genau deswegen. Ihr seht schon, die eskaliert manchmal ein bisschen. Oh Gott, manchmal ist das mit dem Angesehen mit dem Bumerang nicht so geil. Aber es waren alle. So, und wenn man sich gut anstellt, dann kann man die hier an einem Lauf killen. Haben wir jetzt nicht geschafft, okay. Oh, ich habe zweimal die Wirbelattacke gefailt. Also wenn ihr wirklich nur mit die Wirbelattacke spammt, dann ist die in einem Anlauf down. Und das empfehle ich generell bei jedem Boss. Spammt die Wirbelattacke tot. Und jetzt hat mein Handy vibriert, das ist super. LG. An den Typen, der mir gerade geschrieben hat. Oder an diejenige, die mir gerade geschrieben hat. Falls du das Video hier siehst. Danke, dass du mich um 7 Uhr angeschrieben hast. Ich denke, es war eh wieder der Klassenchat. Ich denke, sowas hat jeder von euch, der in eine Klasse geht auf eine Schule. So, aber jetzt ist der Boss auf jeden Fall dauern, das kann ich euch garantieren. Ja, da seht ihr das. Einmal würde Attacke mehr gehabt und der wäre schon der Forderung gewesen. Ist kein schwerer Boss. Leider. Dungeon war auch nicht schwer, also. Neuer Herzcontainer und Makorus ist ja befreit. Wunderbar. So, jetzt haben wir 7:15 Uhr. Es ist 7:13 Uhr gerade. Ist kurz vor 7:45 Uhr. Was hast du uns zu sagen, Kleiner? Was du ist, der mich gerettet hat, werter Freund. Ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bis hierher gekommen, werter Freund? Was? Ein Dekoblatt? Aber ja doch, heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Wir müssen schnell von hier entkommen. Das machen wir doch direkt, aber erstmal gönne ich mir den Herzcontainer. Für ein weiteres Herz. So. Dann würde ich sagen, komm mit. Kleiner Makorus. Und let's go! Und wieder abheben. Woo! Und weg. Und Makorus kommt direkt mit. Auf unseren Drogentrip. Oh, jetzt eskalieren die Autos vor der Straße, Mann. Ich weiß nicht, ob man es hört. Jetzt kommen sie langsam in Fahrt. Das ist ein Müllauto. Ich sehe. Ja, doch, ist ein Müllauto. Oh, Makorus, du bist wohlauf zurückgekehrt. Es tut mir so leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Gräme dich nicht mehr, Makorus. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Tim, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Oh ja, shake it, baby. Da ist er. Das müsste jetzt Farore oder Nairu. Nee, Farore. Farores Dermor ist es. Jawohl, du hast Farores Dermor erhalten. Du hast ihn vom Dekobaum, dem Terrahüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Dermor dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird.
Aber Makorus, weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit einem fröhlichen Spiel. Du hast recht, wir müssen umgehen mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle warten lassen habe. Also dann beginnen wir. Werter Freund Tim, ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir kindlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert gefallen. Die sind so cool, Mann. Leute, der eine bleibt stehen. War das jetzt ein Bug oder war das gewollt? Der Dekobaum hat es so gesehen abgespritzt. Alles klar. Dekobaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mithilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Na lecker. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Bis dann und lebe wohl. Und dir auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, Zweideutigkeit im Videospiel, meine Damen und Herren. Zweideutigkeit in Videospielen. So, damit wäre es geschafft. Unglaublich, aber wahr, wir haben es gepackt. Hey. Zwei Parts haben wir zu Ende. Wir brauchen nicht mal ganz zwei Parts. Der Party ist ja noch nicht zu Ende, ne? Also. War kein schwerer Dungeon, wie gesagt. So, jetzt können wir hier. Hui. Alter, lol, der Wind ist sogar perfekt. Die Kamera so offen, sich so schwul zu drehen. Und runter. Nerv mich nicht. So. Den restlichen Teil hier schauen wir uns an, wenn es irgendwann soweit ist oder relevant wird. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zu unserem. Ach, warte mal, wir haben Post. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Lieber Tim, die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unseren Dank gebührend auszudrücken. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sachen in einem Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also ungeduldig herumzappeln, wirf doch bitte einen Blick hinein. Ich bin mir sicher, du hast noch eine lange Reise vor dir. Ich habe dem Brief eine Kleinigkeit für dich beigelegt und hoffe, dass es dir nützen wird. Bitte nimm es als kleines Dankeschön an. Ich freue mich schon auf den Tag, in dem ich dich wieder bei uns begrüßen kann. Ich wünsche dir alles nur denklich Gute für deine Reise. Gezeichnet Komoris Vater. Ein Ehrenmann! Er gibt uns ein Herzteil. Ein Ehrenmann. Ein richtiger Ehrenmann, so. Dann wurde diese Insel also auch von Ganon überfallen. Es wird doch nicht im Begriff sein. Er wird doch nicht im Begriff sein, seine Macht wieder stark. Was? Alles klar. Tim, der letzte Diamant verbirgt sich nordwestlich von hier. Verlier keine Zeit und setze sofort Kurs. Das machen wir. Aber davor gönnen wir uns hier erstmal nochmal. So, nehme ich einmal das hier. Und einmal das hier. So, was befindet sich da drin? Achso, auf die Flaschen komme ich aber nicht. Die Lausbuben, warte, die Lausbuben haben nur Blödsinn im Kopf. Alles klar. Ich habe es gesehen. Nee, ein Schiff. Sehr gut. So, meine Freunde, das war's dann aber hier für den Part. Im nächsten Part werden wir dann uns auf den Weg zum letzten Diamant machen. Schauen wir uns mal hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin im nächsten Part. Da werden wir dann höchstwahrscheinlich die letzten Diamant bekommen, denke ich mal. Wie viel Futter haben wir eigentlich noch? Ja, noch genügend. Ich denke, da werden wir dann noch was kaufen im nächsten Part. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Nicht, dann nicht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Mittag, je nachdem, wann ihr dieses Video halt schaut. Ich werde mich jetzt entspannt duschen gehen. Und ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Wind Waker HD, also haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.